Hi, ich bin der Günther, ich komme aus eurer Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Video. Heute trainieren wir ein bisschen den Mario Amiibo hier, damit er mal richtig schön abgehen kann. Bisschen habe ich das gestern schon gemacht. Hier, wir müssen seine Skills aufbauen, deswegen nehmen wir das Baumeisterkostüm. Gestern habe ich schon ein bisschen begonnen. Er kann jetzt was anderes als Down Air drücken. Und er kann schon ziemlich fertig machen, aber zum Beispiel für den DK reicht es halt nicht im Ansatz aufgrund des Werteunterschiedes. Wir trainieren den jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Ich habe natürlich auch Geisterteam drin. Man sieht schon, der ist relativ agil und versucht auch hier so seinen Treasure zu machen. Ich habe ihn trainiert, wie ein Mario Amiibo sein sollte. Also anders als so. Er geht eigentlich immer, wenn er kann, auf die gute alte Forward Air. Was ich ihm zum Beispiel noch nicht so nahe bringen konnte, sind das Cape und der Dreckbag. Die aber natürlich auch wichtige Utensilien sind. Hier, das meine ich. Sowas macht er gerne. Oh, knapp daneben. Wenn ich diesen Mario trainiere, ist das wirklich ein Duell der Forward Airs und Up Airs. Das merkt man schon. Das ist so wie... Ah ja, und was er auch noch nicht kann, was er aber noch können soll. Das ist nur ein bisschen blöd, weil ich ihm einen extra Luftsprung gegeben habe. Der ist eigentlich nie am Boden, aber ich will ihm... Hier, gebt euch das! Der ist nicht am Boden! Und ich will ihm Grabs beibringen. Aber ich kann ihm schlecht Grabs beibringen. Ich hatte schon geladen. Wenn ich ihn nicht zu fassen kriege... Das ist auch so seine Stärke. Ich habe ihn auch, wie man vielleicht schon rausgehört hat, gegen Donkey Kong kämpfen lassen. Und er war eigentlich... Oh! Eigentlich war mein Mario Amiibo komplett überlegen. Er hat die ganz dicken Kombos gedrückt. Bloß halt haben hier drei Hits locker mal für einen Kill an ihm gereicht. Und dementsprechend ging es dann auf 5 Stocks 3:0 für DK aus. Hier, man sieht's halt... wie wir immer beide auf die Forward Air gehen. Und manchmal dabei auch ein bisschen übertreiben. Jetzt komm her. Jawohl, Grab. Das sollte er nicht lernen. Das gerade eben war die legendäre Combo Throw in SD. Das ist eine sehr anspruchsvolle Mario-Combo, mit der kann man aber Kämpfe sehr gut entscheiden, bloß leider nicht für sich. Und jetzt muss ich ihn erstmal wieder zu fassen kriegen. Das größte Problem mit diesem Amiibo. Oh, er hat zum ersten Mal gegrabbt. Und das passiert so oft, diese Interaktion. Er benutzt meiner Meinung nach noch ein bisschen oft die... ganz leckere Kombo, die Down Air. Das versuche ich auch ihm so abzugewöhnen. Man merkt auch, ich spiele selber eigentlich gar nicht mit der... Deswegen hat es mich auch gewundert, als der irgendwann einfach... Am Anfang war der richtig gut, dann hat er irgendwann nachgelassen und begonnen, nichts mehr zu machen, außer die Down Air. So, weiter Skill aufbauen. Dafür brauchen wir natürlich Baumeister Mario. Gegen den normalen. Fun Fact, Mario ist der einzige meiner Amiibo bisher... der den Skin hat, den ich selber auf dem Charakter am liebsten spiele. Ich nehme halt eigentlich immer den, der zum Charakter, den er darstellen soll, am besten passt. Und das war vorher nie der Fall.
den roten Bowser spiele ich relativ selten. Okay, den blauen Kirby hin und wieder, aber ich mag den rosanten und den schwarzen Kirby lieber. Yoshi nehme ich nicht den normalen, sondern den Pub-Crafted Yoshi da. Jetzt wird es Zeit, down zu gehen. Meinst du nicht, Mario? Das werte ich als ja. Ich muss halt echt noch hinkriegen. Das Problem ist halt wirklich, dass man sieht. Sowas mag der halt. Das ist das Coole an dem Amiibo. Der kann auch diese Kombo. Also Kombos, ne? Hier, seht ihr, das meine ich. Es ist ein kompletter Mario. Ich bin eine halbe Sekunde offstage. Er rennt mir hinterher und drückt einfach auf die Forward Air. So. Bisschen Druck. Ja, genau! Disrespekte mich halt noch mehr! Was ist mit dem Jungen? Ich hab die Recovery verkackt, das heißt, ich wäre sowieso nicht zurückgekommen. Aber das ist ihm egal, er drückt mir trotzdem noch eine Forward Air. Das ist halt die Sache. Ich hab das Gefühl, dass hier könnte gut und gerne mein respektlosester Amiibo werden und das ist cool. Mario ist halt eh so ein richtiger YOLO-Charakter. Den guten alten Mario Up Smash mag er auch sehr gerne. Mario's Up Smash ist einfach eine gute Attacke. Ihr merkt auch, ich habe höhere Werte und trotzdem ist der Kampf gerade verdammt even. Außer natürlich, er lässt sich davon treffen. Das ist halt die Sache. Er geht immer auf die Forward Air. Und ich mache einfach dasselbe und meistens gewinne ich diese Duelle dann. Oder sie gehen unentschieden aus und wir verfehlen beide. Achtung, Forward Air. Ich finde, es wird Zeit, dass mal der nächste Kill fällt. Aber ich meinte eigentlich für mich. So, Back Air auch natürlich sehr wichtig für Mario. Up Smash. Also man merkt, gegen diesen Mario kämpfen kann sacknervig sein. Auch dieser extra Luftsprung macht ihn nicht gerade einen angenehmeren Gegner. Ich habe gerade ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was seine anderen Sachen sind, die er drauf hat. Er lädt zwar hin und wieder mal den Dreck weg, aber was man mit ihm machen soll, weiß er nicht und ich offensichtlich auch nicht. Das Problem ist auch, dass es, zumindest habe ich das Gefühl, weil andererseits ist es wahrscheinlich nicht so, dass es gegen Mario relativ kompliziert ist, das gut zu nutzen. Und diese Disrespect Forward erst soll er auch lernen. Ich meine, als ob er das nicht schon gemacht hätte in dem Kampf. Aber es ist halt wunderbar, wenn der Gegner ohnehin schon verloren hat und man dann einfach noch hinterher springt und ihm noch eine fette Schelle reindrückt. Das macht doch Spaß. Nächste Runde. Falsches Outfit. Wir sind jetzt der Amerikaner Mario, aber egal. Woher kommt überhaupt dieses Outfit? Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Man merkt, er versucht ab. Man merkt auch. Fällt das als Zuschauer auch auf, wie oft unsere Attacken clashen? Oder halt, dass wir. Trades machen, also wie oft wir einfach dieselbe Attacke gleichzeitig benutzen oder auf jeden Fall gleichzeitig uns hitten. Dieser Amiibo spielt halt so ähnlich wie ich selber. Und das soll er auch noch lernen, das kann er auch nicht so. Digga, wie soll man diesen Amiibo grabben? Der ist häufiger in der Luft als die Lufthansa. Das war ein wunderbarer Play.
Jetzt mal. Ja, zwei Luftsprünge, nur am Jumpen, nur am Aerials drücken. Graben leicht gemacht, ne? Ich glaube tatsächlich, ich habe sogar seine Meteorangriffe verstärkt. Kann das sein? Wäre gut, jedenfalls soll er die können. Ja, und jetzt so kleine Kombos. Ich wollte eigentlich springen. Wow, ist er gerade nicht auf die Forward Air gegangen? Das ist so ziemlich das erste Mal. Ich war auf Stage, er hatte die Gelegenheit und geht nicht auf die Forward Air. Was habe ich falsch gemacht? Nee, er muss ja auch nicht immer auf die gehen. Taggen kann er wie eigentlich jeder Amiibo relativ gut. Langsam habe ich nur das Gefühl, okay, schöner Trade. Er übertreibt's on stage mit den Forward Airs. Uff! So, und jetzt runter. Ich werde jeden Moment tot sein, das ist keine Frage. Ah, ich dachte, ich habe meinen F-Smash gelandet. Wenn ich vorher noch ein bisschen Damage rauskrieg, wäre das natürlich schön. Ja, oder ich sterb halt einfach. Das ist meine Combo, nicht dein... Okay, es ist deine Combo und jetzt sei ruhig. Auch Air Dodgen kann er, glaube ich, nicht so gut. Deswegen, was willst du tun? Du kannst mich nicht hitten. Hahaha. Was willst du tun? Komm her, ich will dich grabben. So, schön die Abi-Kills holen. Seht ihr, ich habe seinen Hit jetzt abgehalten durch mein Cape. Ich hoffe, sowas lernt er. Einfach, dass er lernt, das Cape zu nutzen. Ja, schade. Das Problem ist und bleibt halt, dass mir das Cape... Ich kann es ihm schlecht beibringen. Es hilft mir schlecht, einen Mario mit extra Luftsprung am Recovern zu hindern. Also, ja. So, Business-Training haben wir hinter uns. Wir werden ihn später auch nochmal online schicken und gucken, wie er sich gegen andere Amiibo schlägt. Gegen meine Amiibo weiß ich... Also gestern war ich echt begeistert. Ich habe ihn gegen Calrill antreten lassen und beide haben richtig gut gespielt. Ich war mir relativ sicher, dass mindestens der Calrill wieder reinzackt. Er haut die Backairs raus. So, Downsmash macht er auch nicht so oft. Und tschüss, das überlebt er nicht. Den Dreck weg aufladen. Außerdem war es ein Grab, das ist sehr gut, dass ich damit killen konnte. Dann lernt er die hoffentlich. Die Grabs zu lernen war ja zum Beispiel bei meinem K-Rule Amiibo so der Schlüssel dazu, dass er endlich gut spielt. Und was war das bitte? Yes. Das war eine ganz komische Interaktion gerade mit dem Cape. Ich versuche gerade die so zu verstehen irgendwie, aber es klappt. Hier, das ist auch die Sache. Wir haben beide versucht, auf die Forward Air zu gehen. Er hat es aber einfach schlauer gemacht. Er hat es so gemacht, dass ich es gar nicht schaffen konnte. Wo ich auch aufpassen muss. Er hat einen Bonus, wenn er solche Kombos reinkriegt. Was war denn das, Alter? Gar keine Chance, der Junge.
Er hat 0% Boost. Das heißt, wenn er keinen Damage drauf hat, ist er stärker. Aber gegen die Kombos, die ich hier gerade abliefer... Okay. Ja, er kann auch welche. Es war so klar, dass er auf die Forward Air geht. Achtung, meine. Achtung. Ah, schlau gemacht mit der Down Air noch vor der Up Smash. Hat nicht geklappt. Wow, er benutzt mal einen Feuerball. Stimmt, die könnte ich ihm auch noch ein bisschen beibringen. Der benutzt halt fast nur Aerials, muss man so sagen. Okay, und manchmal F-Smash, wie man sieht. Hier, gebt euch das! Gebt euch das! Er lernt! Er lernt vom Besten! Und deswegen ist das mein so... Mein Weltrekord. Was ist? Mein Weltrekord. Ich bin einfach krass! Ah, schade. Kannst du eine Auszeichnung dafür? Nö. Schade. Du bist bescheuert. Und jetzt töten wir den Mario da mal. Nope. Hier, gebt euch das. Der kann halt von überall recovern und sowas machen. Der Kampf ist noch nicht hundertprozentig gelaufen. Habt ihr gesehen, wie der mich hitten wollte? Aber ich hatte mein Cape. Können wir ihn bitte mit dem Backthrow killen? Danke! Aber der lernt! Ich merke das! Dieser Amiibo kann noch komplett Jesus gleich werden! Der kann noch richtig krank werden! Der lernt jetzt schon seine Kombos! Also ich bin gerade richtig happy mit dem. Ich fand den persönlich schon immer einen der cooleren Amiibo. Auch wenn man sagt, mein Mario. Okay, irgendwie teilweise, vor einer Zeit lang war mein Mario einer meiner besten Charaktere. Jetzt habe ich gestern versucht, ein Video aufzunehmen, aber es ist so schief gegangen, das Gameplay. Ich habe teilweise gegen Achter Amiibo verloren. Nicht Amiibo. CPUs. Habe ich teilweise verloren gegen so einen scheiß Banjo-Kazooie. Und dann gibt es aber noch Situationen, einfach... Es ist tagesbedingt, habe ich das Gefühl. Oder ich musste gestern einfach noch ein bisschen reinkommen, weil ich Mario vorgestern... Also damit meine ich jetzt eben nicht genau vor 2 Tagen, sondern halt so... An den Tagen, die vorgestern liegen, habe ich ihn lang nicht mehr gespielt. Ich habe den gut und gerne so 3 Monate. Oder 3 Monate? Ich kann es schlecht einschätzen. Vor allem in Smash. Es kommt mir vor, als will ich Ultimate schon ewig spielen. Ich war unter anderem auch... doch, das ist sogar eine Aufnahme, die ich behalten habe, als ich in Pokémon ein bisschen... über ein Elite-Smash geredet habe. Keine Ahnung, ob die Folge vor oder nach dem Video hier online kommt. Ist hier zum heutigen Stand auf jeden Fall noch nicht. Aber was klar ist, ist, dass ich da gesagt habe, ich habe schon rund... Oh Gott! Ich habe da gesagt, ich habe schon rund 1 Jahr nicht mehr online gespielt. Und dann ist mir eingefallen, oh, Smash Bros. Ist 1 Jahr alt. Also mir kommt es echt vor, als würde ich das Spiel schon locker 2-3 Jahre spielen. Vor allem, man muss auch mal bedenken, die Vorgänger habe ich ja nicht wirklich gespielt. Was war das denn für eine Interaktion? Wir sind beide ins Weltall geflogen, obwohl wir schon da sind. Wir haben uns einfach gegenseitig in Space katapultiert. Oh Gott.
Oh, ich hatte keinen Jump mehr. So, das Cape hat funktioniert. Wenn er das lernt, Digga, wenn der das dann kann, wenn der seine Kombos landet und noch mit Cape und Dreck weg umgehen kann, was wird denn dann das für eine Bestie? Das Einzige ist eben, dass seine Werte nicht wirklich an die von anderen Amiibo rankommen. Wie gesagt, so ein DK kann dem mit 3 Hits zum Beispiel gut seine 100% machen. Dieser Amiibo basiert eben wirklich nicht auf seinen Werten, sondern auf seinem Gameplay. Und das ist halt nice. Ich feier das persönlich. Vor allem, weil sein Gameplay auch echt... Das könnte noch komplett sick werden. Nope. Oh, ich war mir sicher, dass er auf den Aff-Smash! Der Aff-Smash! Digga, Donkey Kong am Start! Donkey Kong macht wieder seinen Aff-Smash! So, diese offensive Abby hat er ja vorhin einmal schon zumindest genutzt. Neutral Air, Forward Tilt, Up Air, Back Air Hit, hittet und killt. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass ich eigentlich gar keine Back Air machen wollte. Was mir ein bisschen gefehlt hat in diesem Kampf, war das kranke Combo-Gameplay, das er teilweise in dem davor hatte. Wir machen hier jetzt noch... Hier, es hat das Outfit war falsch. Das war der Fehler. Das Outfit war falsch. Danach spiele ich auch mal mit ein, zwei anderen Charakteren gegen diesen Amiibo. Aber ich merke, ich bin selber heute in einer besseren Form als gestern. Gestern hat er nämlich durchaus auch gegen mich gewonnen. Ihr gebt euch das! Der lässt mich nicht gehen! Aber ich ihn auch nicht! Im Mario Mirror Match gibt's keine Gnade! Achtung! Oh Gott. Er hat gefroht. Also, ich meine damit jetzt nicht, dass er irgendwie den Sieg weggeworfen hat. Da sagt man ja auch gefroht. Er hat mich geworfen. Grab und dann throw. Kacke, irgendwie dachte ich, es wäre meine Abi, die gelandet hat. Ich habe nämlich auch gedrückt. Oh, ein Parry. Da haben wir wieder getradet. Back Air. Abtilt. Ah. Er will halt auch. Er will diese Kombos. Man sieht, der hat fett Bock auf diese Kombos. Der will die landen. Diese dicken, fetten Up-Air-Chains. Natürlich ist die Frage, inwiefern. Das ist so vielleicht das Problem mit diesem Amiibo. Oh, schade. Inwiefern klappen diese Kombos, wenn der Gegner nicht so hohe Werte hat wie er selber? Gegen andere Amiibo oder gegen Gegner mit Geistern ist er sehr gut, aber es kann gut sein, dass seine Kombos nicht klappen, wenn der Gegner keine Geister drin hat. Und jetzt komm, wir holen jetzt hier fett. Komm, jetzt hauen wir eine Kombo raus. Schöne Combo. Ja, da haben wir die Combo gelandet, die ich sehen wollte. Der lässt mich nicht landen, der Junge. Ich sag ja, richtiger Lufthansa-Mensch. Er will mich nicht weglassen. Der ist nur glücklich, wenn er seine Kombos landet.
Wie gesagt, ich feiere diesen Mario Amiibo persönlich. Ist er vielleicht einer meiner Favoriten unter meinen selbst trainierten Amiibo. Als ob! Stellt euch vor, das hätte gespiked. Wie geil wäre denn die Combo gewesen? Oh, das war aber auch schön. Ihn einfach beim F-Smash umgedreht und selber eingelandet. Das ist auch schön. Man merkt halt, er lädt den Dreck weg immer auf, aber benutzen tut er ihn eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen... So. Wir spielen jetzt mal so einen ganz normalen Donkey Kong, ohne jegliche Buffs. Was sagt denn Mario dazu? Oh Gott! Ich war mir sicher, dass ich tot bin. Ja! Er liest meinen Jump! Man merkt, das Mario Matchup ist schon sein Bestes. Ich muss ihn noch auf andere Matchups trainieren. Er wirkt gerade auch ein bisschen durch den Wind, was er überhaupt machen sollte. Ich meine, er hat den Lead, klar. Was macht er denn jetzt? Ja, ich habe ihn zumindest mitgenommen. Jetzt muss ich... Oh nein, ich darf ihn jetzt nicht gut hitten lassen. Ich meine allgemein, der macht Damage, wie man sieht. Seine Kombos funktionieren nicht mehr ganz so gut, wie man merkt. Aber auch nicht gar nicht. Ja, nicht gar nicht. Digga, was ist mit dir? Das ist eine fette Forward Air, nicht deine, Mario. Also ich feier beide. Fakt ist auch, das ist gefühlt dieselbe Attacke. Und natürlich sterb ich, nicht er. Aber stellt euch vor, wenn er zum Beispiel sein Cape könnte, wie gut er in diesem Match mit dem Cape abgehen könnte. Okay, das war sehr gut von mir gespielt, muss man natürlich auch dazu sagen. Nicht der Plan. Das ist halt der Punkt, wenn man mit Joy-Cons springt. Zack. Jetzt komm. Zumindest ein Stock will ich noch ziehen. Back Air. Back App. Danke! So, und jetzt hat er keinen Bock mehr und wird mich ausschalten. Versuch's gar nicht mit der Side-B, weil ich weiß, dass der Junge mashen kann. Ah, er hat gehittet. Ich weiß, dass der Junge masht wie ein Haufen Kot, dadurch, dass er häufiger gegen meinen K-Rule angetreten ist und der gerne seine Down-Throws macht.
Also mit der Side B muss ich es nicht probieren. Also wir haben gesehen, gegen solche Gegner ist durchaus noch Potenzial da. Jetzt machen wir hier nochmal so ein. Danach schicken wir ihn online, analysieren und trainieren ihn danach, wie er sich da anstellt, nochmal genauer. Und was natürlich auch sehr gut sein kann, ist, dass er, wenn er sich außerhalb einer Battlefield Stage befindet, dann wirklich nicht gut sein wird. Böse. Oh, sehr schön. War zwar eine Sour Spot Forward Air, aber... Man will nicht von sowas gehittet werden, kann ich euch sagen. War eine schöne kleine Combo, die ich da rausbekommen habe. Ich hoffe halt wirklich, dass er sich solche Kombos abguckt und selber umsetzt. Oh Gott, ich war ja auf Stage, Hilfe! Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich wäre on Stage gewesen. Okay, schöner Trade. Es war so klar, dass er auf die Up-Air geht. Offstage? Oh, schade. Da wollte er Forward lernen. Dabei geht sicher Sour Spot. Schade. Wieder ein Trade. Dieses Mal aber zu seinen Gunsten. Was aber nicht zu seinen Gunsten sein wird, ist... Ist... Diese Back Air, danke. Wenn man sich schon so eine schöne Line vorbereitet hat, um die aufzusagen, und der Amiibo sagt nein. So schön ein bisschen hochtransportiert, schnelle 100%. Warum kriege ich nur die Sour Spot Hits? Entweder Sour Spot oder überhaupt kein Hit. Na, kacke den. Upsmash kann man nicht umdrehen, das hilft einem nicht. Wow, hat das echt getötet und ja, ich hab den Dreckback aufgeladen. Oh Gott! Ich hab keinen Jump, warum? Ich hatte keinen Jump! Oh, schön an die Ledge gedodged. Ja, so muss man den benutzen, Leute. Also für die von euch, die Mario lernen wollen, jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie man perfekt den Dreckweg nutzt. Der Dreckweg ist nur sinnvoll, wenn man sich damit auch selber umbringt. Back Air, Up Air und komm erst jeden Moment raus. Landen wir in Back Air. Ja, der lame Kill halt dann. Dann schicken wir ihn mal online auf Trainingsreise, würde ich sagen. Ich muss sagen, in diesem Kampf hatte ich ihn wieder nicht so guten Eindruck tatsächlich. Dass er so ein bisschen einfach nachgelassen hat. Ja, ich will zum Amiibo-Menü zurückkehren. Und ihn eine Reise antreten lassen. So, und ich cut euch die Wartezeiten raus. So, seit ich den Cut gesetzt habe, sind inzwischen bestimmt ungefähr 24 Stunden vergangen.
Das Ganze hat auf jeden Fall deutlich länger als normal gedauert. Ich bin mal gespannt, was los war. Ich denke, es war ein zeitbasierter Kampf. Wirklich? Mario Mirror Matchup? Ist das nicht gerade das, worauf ich mein Mario trainiert habe? Warte, was? Habt ihr das gesehen? Mario hat gecaped. Und zwar meiner. Er hat das Cape genutzt. Wir haben natürlich eine seltsame Stage und Items, deswegen kann es sehr gut sein, dass er verliert. Weil er eben einfach keine Erfahrung damit hat. Der andere ist offensichtlich auf Casual getrimmt. Und spielt eben auch mit den Items. Aber im Moment schadet's. Ja, jetzt ist der erste Stock durch. Oh, der Combo mit dem Item von da oben, meiner. Ja, er wird den Kampf verloren, haben sie sicher. Schnauze, Telefon! Er macht den Triple Up Smash. Into Back Air. Also das ist jetzt natürlich auch toll, dass wir hier direkt ein Mario Mirror Match haben. Ach, und hat gerade etwa mein Amiibo ein Item eingesetzt? Oh, oh, oh. Ah, ganz knapp. Was passiert da drüben? Das war meiner, der gehittet wurde. Es ist ganz, ganz seltsam, was gerade abgeht. Eine Minute noch auf der Uhr. Ja, er geht. Nein, Mario, geh nicht auf den Fake Smash Ball. Genau, du schon. The fuck passiert hier? Oh Gott, war das dumm. Er geht einfach auf den Fake Smash Ball. Aber zum Glück ist Marios Ultra Smash Marios Ultra. Oh, was passiert hier? Ich verstehe diesen Kampf nicht. Vor allem, die spielen übel ähnlich. Wer ist denn der Trainer von dem Jungen? Mein Amiibo hat direkt hier in diesem Kampf das Item-Gameplay, sein Item-Gameplay deutlich besser gemacht. Aber er kommt nicht auf die Stage, klar, wie man merkt. Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Oh Gott! Sudden Death! Ja! Mario! Was war das denn für... Welcher Mario? Ja, meiner natürlich! Das wäre auch klar, aber... Was war das denn? Aber hier mehr verursachter Schaden verdient. Was war das denn für ein erster Kampf? Wir sehen uns gleich wieder, hä? Ich will ja... Digga, immer wenn ich meine Amiibo online schicke, kommt so kranke Scheiße raus. Also, beim Donkey Kong war es ein bisschen langweilig anzugucken, weil der ein bisschen zu dominant war, aber sonst... Erweitere dein Spielerlebnis. Nee, hä? Da steht, es wird abgebrochen und dann macht's einfach weiter. Wisst ihr was? Ich hinterfrag's nicht, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach mir jetzt ein Wurstbrot. Boah, Alter, nix geht über so ein geiles Wurstbrot, ne? Ich laber nicht, wenn ich das sage, ne? Hier ist es. Ah ja, und Ecke ist übrigens auch fertig. Hat nicht lang gedauert. Alter, geil. Gegen einen Pikachu auf Two-Stock mit HP. Ich glaube, das ist nicht gut für meinen Mario, weil er ist halt nicht auf Damage getrimmt. Dieses Pikachu macht schon so ein bisschen. Komm, löst die Helfer-Trophäe aus. Oh, der hässliche. Das ist ein ziemlich gutes Pikachu anscheinend. Aber die Helfer-Trophäe ballert halt. Ah, fast die Combo. Hä, Digga, wie mein Mario einfach nach einem Kampf das Item-Gameplay so krass hat. Und wo kommt auf einmal dieser fette Lead her? Was ist denn diese...
Was ist auf einmal los? Was ist denn die Helfer-Trophäe gewesen? Ist oben eine, ja. Oh mein Gott, der schwarze Ritter. Ja, der Pikachu macht schon guten Damage. Oh, der Stock ist raus von Mario. Und das ist gerade mies. Der dunkle Ritter kann hier gar nichts machen. Oh, als ob. Jetzt hat Pikachu Hit kassiert. Es wird spannend, denke ich. Mario hat den Lead, kann aber durchaus verlieren, auch wenn es immer besser aussieht. Und zwar wirklich. Nein, das war's. Nein! Als ob! Was soll das denn? Erstmal Wurstbrotruf. Scheiße. So, Wurstbrot ist wegschnabuliert und Lordecke ist wieder da. Ich bin ehrlich gesagt relativ sicher, dass er den Kampf verloren hat. Ich weiß nicht warum, aber ich denk's einfach. Ja, genau! Was ist das denn? Ist das legit ein fucking Free-for-All mit Amiibo? Zweieinhalb Minuten Two-Stock-Free-for-All. It seems legit. Mir scheint's, dass dieser Rob irgendwie nicht so gut ist. Pikachu ist raus. Ich bin ganz interessiert, dass das eventuell vielleicht sogar das Pikachu, das gerade den Kampf so mies gewonnen hat. Im Moment von den Prozenten her liegt Mario vorne. Rob wird nicht mehr lange leben. War das gerade ein Footstop? Oh mein Gott, er haut einfach die Sense raus. Jetzt ist mein Mario der Einzige. Ryu begeht Selbstmord. Nur noch zwei Gegner und Mario liegt relativ deutlich vorne. Was ist das? Gewinnt er das etwa? Okay, jetzt hat Mario auch einen Stock verloren. Das könnte halt gut ins Sudden. Irgendwie hat das nicht so viel bewirkt, wie ich dachte. Es könnte halt gut ins Sudden Death gehen. Der Rob hat noch ein bisschen hier so... Pikachu ist raus. Mario hat immer noch beide Stock. Mario hat immer noch einen ganzen Stock. Und er kriegt die Kombos. Komm, Mario. Das kann er gewinnen. Also gewonnen haben. Dieser Rob macht Damage und ist einfach Rob. Das heißt aus Prinzip E-Klapp. Der ist für mein Mario, der Flying Man heißt. Ja! Als ob Mario gönnt sich ein Free-for-All-Amiibo-Duell. Wirklich? Mario gönnt sich einfach. Und guckt mal. Verursacht da Schaden. Eindeutig. Auch für Mario. Und die K.O.s. Der hat fast jeden K.O. im Game gemacht. Nur Ryu hat sich einmal selbst rausgeballert. Er hat das Free-for-All gewonnen. Das ist natürlich cool. Wir machen heute mal einfach hier. Wir löten einfach rein, würde ich sagen. Ein, zwei Kämpfe noch. Ja, hier nochmal das Fazit. Ich krieg einen Geist. Ah ja, stimmt. Das war mit den Werten von Mario. Der hatte ja gar keine Defense, aber so... Oh, sein Wesen, was hab ich denn da gemacht?
Hä, ich hab den ja verkackt ohne Ende. Was ist denn das? Ich würde die 0% Kraft ersetzen. Vielleicht das? Also auf jeden Fall darf es nur... ich will filtern. Nein. Wenigstens Subplätze belegen. Ich könnte seine Spezialtechnik... Kann ich das furchtlos irgendwie... Aggressiv. Plus Schildschaden. Das wäre eine sehr gute Möglichkeit. Also Amy ist im Moment auf jeden Fall... So ein Amiibo ist als aggressiv halt deutlich besser. Im Notfall alles plus... Das markiere ich mir mal. Wenn ich nichts anderes finde, ist es das auf jeden Fall. Aggressiv oder offensiv gehört ein Amiibo. Sturmresistenz brauche ich nicht. Abwehr plus Nachteil, das ist sowieso. Enthusiastisch, furchtlos. Hier war ein aggressiver, aber nein. Ne, wir nehmen Mifa. Gaben wählen, den Luftsprung und im Notfall alles plus. Und dafür haben wir ein aggressives Wesen und gebalancedere Werte. Ich denke, das ist sehr gut. Ich meine, der Mario, das haben wir ja schon gesehen. Der hat Probleme damit, dass er seine Kombos nicht so gut rausbekommt, weil er zu viel Knockback gibt gegen nicht so starke Gegner. Komm, den habe ich länger nicht gehört, auch wenn ich beide mag. So, Akku macht nicht mehr lang mit, Speicher macht nicht mehr lang mit. Wird Zeit.